Rund um den nördlichen Polarkreis wüten schon seit Wochen ungewöhnlich heftige Megabrände. Es handelt sich wohl um die größten Feuer des Planeten. Allein im Juni wurden dadurch 50 Megatonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre geschleudert. Das alles könnte verheerende Folgen haben, und zwar für das gesamte Leben auf der Erde. Ist die Antarktis noch zu retten? Ist das ein massiver Kipppunkt für den Klimawandel? Klick zum Nature. Hier gibt's regelmäßig spannende Videos zur Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ja nichts. Herzlich willkommen. Auf den ersten Blick scheint das Ganze vielleicht kurios. Schließlich bringt man den nördlichen Polarkreis, anders als andere Regionen dieser Erde, eigentlich nicht mit riesigen Flächenbränden in Verbindung. Schließlich ist die Arktis nicht gerade für ihre extrem hohen Temperaturen bekannt. Doch auch schon in der Vergangenheit hatte es dort Flächenbrände gegeben. Doch das, was am nördlichen Polarkreis in diesen Wochen vor sich geht, ist selbst für Expertinnen und Experten ein neues und besorgniserregendes Phänomen. Dazu Mark Parrington vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage ECMWF. Die jüngsten Brände waren in Bezug auf ihre Dauer und Intensität ungewöhnlich. Es handelt sich wohl um die größten Feuer auf diesem Planeten, ein trauriger Rekord. Fachleute wie der Londoner Geograf Thomas Smith gehen davon aus, dass gigantische, große Flächen betroffen sind. Auf Twitter schreibt er, dass wohl mindestens 5 der Brände jeweils eine Fläche von mehr als 100.000 Hektar umfassen. At least 5 of these fires appear to be bigger than 100.000 hectares. These are mega fires. The landscapes on fire appear to be peat bogs in Siberia, most north of the Arctic Circle. Zu Deutsch, mindestens 5 dieser Brände scheinen größer als 100.000 Hektar zu sein. Dies sind Megafeuer. Die Landschaften, die in Flammen stehen, scheinen Torfmoore in Sibirien zu sein, meistens nördlich vom Polarkreis. Um es mal deutlich zu machen, die Größe eines gewöhnlichen Fußballfeldes entspricht nicht einmal ganz einem Hektar. Nach Smith wütet eines der Feuer in der Republik Sacha, die im nordöstlichen Teil des asiatischen Russlands liegt, alleine auf einer Fläche von 50 mal 25 Kilometern. Doch das sind nur die Brände, die Fachleute bereits registrieren konnten. Konkret kann derzeit niemand sagen, wie viele Feuer wirklich ausgebrochen sind, denn die Gebiete liegen sehr abgelegen. Doch klar ist, in den vergangenen Monaten dürften es mehr als 369 Brände sein, denn das sind allein die Brände, die in Alaska gezählt werden konnten. Informationen über die Megafeuer liefern hauptsächlich Satellitenaufnahmen, wie beispielsweise von dem Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2, der die Brände im russischen Sacha dokumentiert hatte. Diese Aufnahmen sprechen wirklich für sich und verursachen einen echten dicken Kloß im Hals. Das Ganze macht deutlich, dass nicht nur Deutschland im Juni mit wirklich heißen Temperaturen zu kämpfen hatte, mit fatalen Folgen für alle Lebewesen und den Lebensraum Erde. Die Erderwärmung macht also auch vor dem nördlichen Polarkreis keinen Halt. Im vergangenen Monat, Juni 2019, lagen die Temperaturen bis zu 10 Grad Celsius über den Durchschnittstemperaturen aus den Jahren 1981 bis 2010. Und das im sogenannten ewigen Eis, von dem viele annehmen, dass hier gar nichts brennen kann. Doch ganz im Gegenteil, Großfeuer werden möglich, wenn die oberen Schichten des Permafrostbodens auftauen. Nicht nur die darunterliegende Vegetation ist dann von dem Feuer betroffen, sondern vor allem auch der Torf. Ausgedehnte Torfmoore können sich natürlich besonders leicht entzünden. Das zeigten riesige Feuer, die im westlichen Grönland schon 2017 wochenlang ihr Unwesen trieben. Klar ist, der Klimawandel begünstigt diese Großfeuer, denn die Torfmoore werden immer trockener und wärmer. Es wachsen mehr Pflanzen und vor allem Büsche machen die Tundra immer grüner. Für das Feuer bietet das nur noch mehr zusätzliche Biomasse. Durch das Feuer taut der dauerhaft gefrorene Boden noch schneller auf, denn die Brände zerstören die Vegetation und die dient normalerweise als Schutz für den Permafrost. Schon 2017 hatten Expertinnen und Experten die Zunahme solcher Großfeuer in der Arktis prognostiziert. Demnach könnten Brände durch die zunehmende Ausbreitung von Buschland in der Tundra in Kombination mit ausbleibendem Regen begünstigt werden, und zwar in der gesamten Arktis. Ein echter Teufelskreis. Denn die brennenden Torfschichten setzen riesige Mengen an gespeichertem Kohlenstoff frei. Das sind ja auch abgestorbene Pflanzen. Schätzungen zufolge enthält der Torf in der Arktis bis zu 500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Durch die aktuellen Megabrände gelangen also Megatonnen an CO2
CO2 in die Atmosphäre. Laut Expertinnen und Experten waren es alleine im Juni 50 Megatonnen. Weitere 5 Megatonnen sind wohl alleine in den ersten Julitagen dazugekommen. Ein Vergleich verdeutlicht das ganze Ausmaß, denn dieser Ausstoß an CO2 entspricht dem Kohlendioxidwert, den die drei Länder Schweden, Bulgarien und Ungarn im Jahr 2017 durch ihre fossilen Energiequellen zu verantworten hatten. Wenn sich die Erde weiter erwärmt, wird auch das Risiko für Brände größer und das wiederum lässt die Permafrostschmelze weiter voranschreiten. Darunter wird dann das Erdklima zusätzlich leiden, denn das Tauen des Permafrostes setzt, wie schon angedeutet, gigantische Mengen an Kohlendioxid und Methan frei. Diese beiden langlebigen Treibhausgase tragen enorm zur Erderwärmung bei. Konkret wird durch das Tauen der Böden eine große Menge Biomasse aus abgestorbenen Pflanzen frei, die dann durch Bodenbakterien zersetzt wird. Und bei diesem Prozess entsteht Methan und Kohlendioxid und das nicht so knapp. Nicht umsonst wird das Schmelzen des Permafrosts in der Arktis als sogenannter Kipppunkt bezeichnet. Rückkopplungseffekte im globalen Klimasystem also, die am Ende dafür sorgen, dass sich die Erwärmung der Erde selbst verstärkt. Und diesen Kipppunkt haben wir jetzt offensichtlich erreicht und im schlimmsten Fall dann unumkehrbar wird das alles. Der Temperaturanstieg in der Arktis könnte übrigens indirekt auch dazu führen, dass bei uns in Europa, aber auch in Nordamerika und Russland extreme Kältewellen drohen. In der Arktis selbst sind die Folgen schon jetzt spürbar. Das Tauen der Permafrostböden, die normalerweise ganzjährig gefroren sind, hat explosive Folgen für uns alle und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn dadurch wird Gashydrat frei, das im Boden eingelagert ist. Das Gemisch ist gefroren und besteht aus Methan und Wasser und wenn es erwärmt wird, explodiert es von selbst. In Sibirien gab es bereits enorme Detonationen, von denen riesige Krater zurückbleiben. Laut Klimaforschung ist das wohl nur der Anfang, denn auch Studien liefern Hinweise darauf, dass solche Großfeuer in Zukunft wohl vermehrt ihr Unwesen in der Arktis treiben werden und das ganz klar bedingt durch den Klimawandel, durch den menschengemachten Klimawandel. Die Folgen betreffen wohl aber schon lange nicht nur mehr die Arktis selbst, denn das, was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis. Davor hatten die Vereinten Nationen UN noch in diesem Frühjahr eindringlich gewarnt. Laut der UN-Studie könnte die Arktis ab den 2030er Jahren im Sommer sogar eisfrei sein, mit gravierenden Folgen für die gesamte Erde. Dazu die stellvertretende Umweltdirektorin der UN, Joyce Msuya. Es ist höchste Zeit, dass wir jetzt dringend handeln, denn nur Klimaschutzmaßnahmen können bevorstehende Umkehrpunkte abwenden, die für unsere Erde viel schlimmere Folgen haben könnten, als wir bislang gedacht haben. Selbst wenn wir eine enorme Erwärmung der Arktis schon jetzt nicht mehr verhindern können, liegt es doch in unserer Hand, zumindest die Spitze des Temperaturanstieges zu kappen. Die großflächigen Brände in der Arktis machen mehr als deutlich, dass die Erderwärmung auch in den kältesten Regionen der Erde voranschreitet. Allerhöchste Zeit, also für jeden Einzelnen von uns etwas zu tun und sich zu engagieren. Schließlich ist der Klimawandel nichts, was in 50 Jahren stattfindet. Er geschieht genau jetzt. Eine Studie aus diesem Jahr prognostiziert, dass wir gerade in rasantem Tempo auf eine katastrophale Erderwärmungsphase zusteuern. Wenn der Kohlenstoffausstoß nicht jetzt gravierend reduziert wird, steuern wir dem US-Forschungsteam zufolge direkt auf einen Super-GAU zu. Nicht ausgeschlossen, dass wir Menschen schon in 140 Jahren durch den Klimawandel ausgelöscht sein könnten. Dramatische Beschleunigung des Klimawandels, Arktis bald eisfrei. Noch mehr Infos dazu auf Klicks um Science and Fiction anklicken, anschauen und natürlich abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.